Da gibt es ja das immer noch sehr weit verbreitete Missverständnis, dass Heilen, dass Energiearbeit irgendwas mit einer besonders ausgefallenen Fähigkeit zu tun hat, über die eben nur ganz besondere, begnadete Menschen zufällig verfügen. Ja? Nichts könnte falscher sein. Jede Heilung ist Selbstheilung. Niemand kann eine andere Person heilen. Ja, das zeigt eine so einfache, hocheffektive Methode wie Quantum Touch, die ich seit 20 Jahren lehre, sehr, sehr eindeutig. Niemand kann eine andere Person heilen, aber, und jetzt kommt quasi die wichtige Erkenntnis, aber die Fähigkeit, die Selbstheilungskräfte bei uns selbst und bei anderen anzuregen, zu stärken, deutlich in die Höhe zu treiben, ist universell. Diese Fähigkeit ist einfach in uns angelegt, die ist fixer Bestandteil unserer menschlichen Ausstattung, die gehört quasi zu unseren Werkseinstellungen dazu. Ja? Der Heiler ist nie, und das zeigt Quantum Touch sehr eindeutig, die Person, die die Energie anbietet, also der Quantum Touch-Anwender. Es ist nie der Energetiker oder die Energetikerin, die die Heilerin der Heiler ist. Sondern die Heilerin der Heiler ist bei Quantum Touch im Verständnis von Quantum Touch immer die Person, die die Energie erhält oder empfängt. Und es ist die Körperintelligenz. Ja, gibt es unterschiedliche Begriffe, die Selbstheilungskräfte, der innere Heiler der Person, die die Energie empfängt. Also der Heiler, die Heilerin ist bei Quantum Touch immer der Klient, die Klientin, nie der Practitioner. Nirgends wird das so klar gesehen, aus meiner Sicht, wie bei Quantum Touch, dass eben die Selbstheilungskräfte, dass der innere Heiler, dass die Körperintelligenz die Heilung vollzieht. Als Anwender, als Quantum Touch-Anwender, wenn wir den Kurs zum Beispiel machen, dann lernen wir Lebensenergie, also die universelle Energie, die alles durchströmt, die das Lebendige vom Nichtlebendigen unterscheidet und die, wo unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Begriffe dafür haben, ja? Qi oder Ki oder Prana oder Mana. Quantum Touch ist einfach eine westliche Version, um mit dieser Lebensenergie zu arbeiten. Ja? Und der Anwender, der Quantum Touch-Anwender, lernt diese Lebensenergie mit den drei A's, mit ganz einfachen Atemtechniken, mit der Absicht, mit einer sanften Absicht und mit der Aufmerksamkeit, die wir durch den Körper führen, lernt diese Energie stärker in unserem Körper anzusammeln, zu akkumulieren. Ja, das können wir mit unserer Absicht, indem wir den Atem dazu tun und indem wir die Aufmerksamkeit in unser Feld hineinbringen. Es ist allerdings nicht unsere eigene Energie, sondern es ist universelle Energie, die wir da verstärkt durch uns fließen lassen. Und diese Energie bieten wir dann dem Klienten, der Klientin in der Session an. Und dann sorgt Resonanz und Mitschwingeffekt dafür, dass die Körperintelligenz des Empfängers, die diese zusätzliche Energie, diese zusätzliche Lebensenergie, diesen Energiekick dazu verwendet, um Dinge auszugleichen, Beschwerden zu erleichtern, mehr Harmonie, mehr Ausgleich ins System zu bringen. Also der Anwender, der Quantum Touch Anwender ist quasi ein Katalysator, ein Verstärker, dessen Aufgabe es ausschließlich ist, ein starkes Feld zu halten von Lebensenergie. Und was dann geschieht, ist nicht in seiner oder in ihrer Macht, sondern wir sind als Menschen auf sehr sehr tiefe und facettenreiche Form Resonanzwesen. Ja, wenn wir in einen Raum hineingehen, dann spüren wir gehen in Resonanz mit den Menschen da. Wir spüren, wie sich die Menschen hier fühlen. Ja, es gibt ganz sanfte und zarte Facetten von einem deutlichen Wahrnehmen, wo jetzt gerade die Energie
in einem Menschen ist, ja, und ganz ein subtiles Verständnis für Resonanz. Bestimmte Redewendungen deuten auch darauf hin, wie zum Beispiel einen Draht zueinander haben oder auf der gleichen Wellenlänge sein. Ja? Und als Quantum Touch Anwender lernen wir in unseren Händen am Anfang, ja, also in den Level 1 Kurs, in unseren Händen eine starke Energie, Lebensenergie anzusammeln. Ja? Und wir lernen diese und wir lernen, diese Energie höher und höher und höher und höher zu bringen. Und dann laden wir einen Bereich, wo es Verspannung gibt, wo es Beschwerden gibt, wo es Blockaden gibt, wo es eine Verletzung gibt, wo es Entzündung gibt, ja, ein, in Resonanz zu gehen mit unserem höheren Schwingungslevel. Ja? Denn dort, wo Schmerzen, wo Spannung, wo Blockaden sind, ist per Definition das Level an Schwingung reduziert. Und wir laden ein, auf unser höheres Level zu kommen, indem wir atmen, indem wir eine sanfte Absicht halten, indem wir aufmerksam durch unseren Körper gehen. Ja? Wir tun hier nicht wirklich etwas, sondern wir können uns darauf verlassen als Anwender, dass das Resonanzprinzip wirkt und dass auf diesem Weg von einem niedrigeren Energielevel zu einem höheren Ausgleich, Heilung, Gleichgewicht, Transformation, Veränderung stattfindet. Ja? Wir können nicht vorhersehen, wie rasch das geschieht oder wie vollständig das passiert. Wir können auch nicht letztlich vorhersehen, was sich dann tatsächlich physisch und in welchem Umfang verändert. Aber wir müssen das auch gar nicht. Es ist super spannend, was da alles möglich ist. Und ich spreche nicht abstrakt von ja, einem Ausgleich oder mehr Wohlbefinden oder mehr Lebensenergie, sondern besonders eindrucksvoll ist das ja, wenn wir mit Quantum Touch etwa die Hüfte oder den Hinterhauptsrand eines Menschen nur mit einer sanften Berührung einladen, dass er sich ausgleicht. Also diese Bereiche des menschlichen Körpers sind oft stark im Ungleichgewicht, ja? Eine Seite höher als die andere, auch eine Verdrehung in sich der Hüfte etwa, ja? Und ich habe das bei Präsenzveranstaltungen in den letzten 20 Jahren mit vielen hundert Menschen erfahren und ausprobiert und immer wieder erlebt, ja? Ich habe dem Saal zunächst mal demonstriert, welche Seite höher ist, also wir haben gemessen, ja, entweder im Hinterhaupt oder an den Hüften. Dann habe ich die Hände sanft aufgelegt und die Energie fließen lassen. Und ja, innerhalb von ein paar Sekunden, halbe Minute, Minute, was auch immer, haben sich Hüfte oder Hinterhauptsrand von selbst ausgeglichen. Ja, und was schön belegbar ist, indem wir im Anschluss dann wieder gemessen haben. Und das Faszinierende ist, wir müssen nichts über den Hintergrund der Person wissen oder über die Beschwerden oder so. Ja? Das geheimnisvolle Resonanzprinzip wirkt hier immer. Und die Erfahrung zeigt, dass sich Hüften oder dass sich ein Hinterhaupt sehr, sehr bereitwillig ausgleichen, dass sie sehr bereitwillig reagieren, wenn sie im Ungleichgewicht sind und eben dieses zusätzliche Maß an Energie gerne verwenden, um sich auszugleichen. Und besonders frappierend ist, um das zu erreichen, also um eine Hüfte oder einen Hinterhauptsrand zu unterstützen, sich auszugleichen, müssen wir nicht monatelang oder jahrelang trainieren. Das geschieht am ersten Vormittag, also der Kurs, der Level 1 Kurs ist zweitägig, Samstag, Sonntag meist, ja. Das geschieht schon, dass die Teilnehmer am ersten Vormittag im Kurs gegenseitig an ihren Hüften arbeiten und erfahren, wie sich die ausgleichen. Also das ist eine Fähigkeit, die eben keine Spezialität von ein paar Menschen ist, sondern das können wir, wenn wir mit ein paar Kniffen, mit der Atmung und der Absicht und der Aufmerksamkeit das Feld in uns verstärken. Und klarerweise sind, wenn diese Ausgleiche dann im Kurs passieren,
die Teilnehmer immer alle sehr, sehr beeindruckt.